Hi, normalerweise vorm Wochenende, heute nach dem Wochenende, darf ich euch in unserer Wichtelgeschenkwoche begrüßen. Die letzten Tage vor Weihnachten haben angefangen. Wir haben in der Gruppe unter uns gewichtelt, was sich als gar nicht so einfach herausstellte, weil natürlich alles per Post verschickt werden musste und damit das Wichtelgeheimnis bewahrt bleibt, ohne Absender, das heißt auf Risiko. Deswegen bin ich auch heute schon dran, weil das ein oder andere Paket leider noch nicht angekommen ist. Ich freue mich total, die Woche eröffnen zu dürfen, habe das Geschenk schon eine Weile hier liegen und bin jeden Tag super kribbelig, dass ich das endlich aufmachen darf. Und freue mich, dass ich damit anfange. Also erstmal, so, ja, das ist mein Päckchen. Super schön gestaltet. Also erstmal ein Lob. Mich sehr gefreut, dass ich es gesehen habe und sofort gewusst, was es ist. Auch wenn es hinten drauf extra nochmal drauf steht. Kryptisches Unicum-Wichtelpaket mit Herz und Smiley. Sehr süß. Ich bin super neugierig. Ich bin zwar nicht so ein Talent, wenn es darum geht, Sachen zu verschenken, aber Geschenke zu bekommen, finde ich klasse. Oh, das sieht gut aus. Also. Eine Mütze. Oh, sehr geil. Okay, Mütze. Oh, ist das cool. Oh, ist die cool. Das ist also, unübertrieben, das ist so eine Mütze, wie ich sie seit Wochen gesucht habe und nicht gefunden. Die ist übelst cool. Danke schon mal. Perfekt. Mega gut. Oh Gott, das ist noch mehr. Wow. Ein wunderschönes Heft sehe ich hier gerade. Weil du gerne schreibst, ja, ich habe jetzt schon kein Geschenkpapier mehr. Sorry, dein Wichtel. Süß. Dankeschön. Ich freue mich mega. Ey, das ist richtig cool. Also Blanko, super geil zum Schreiben. Boah, das feiere ich richtig. Wahnsinn, hat jemand aufgepasst. Und dem noch nicht. Oh, was? Okay, da ist relativ viel drin. Wahnsinn! Okay, noch mehr Zettel. Ich hoffe, dir gefallen die Sache. Die Mütze ist von mir, keine Angst, natürlich gewaschen. Sonst hätte ich die 10 Euro überschritten. Aber das ist mir dann noch eingefallen, deswegen musste sie dazu. Ah, wie gesagt, also Mütze, mega Volltreffer. Ist noch was Schriftliches? Nee, gemaltes. Ach Gott. Also mit Zeichnung. Ich bin gerade fasziniert. Ich würde mega gerne wissen, wer mein Wichtel war. Ist. Entschuldigung. Hey Juli, ich hoffe, du freust dich über deine Wichtelgeschenke von mir. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten mit deinen Liebsten und natürlich leckeres Essen und Geschenke. Ich finde es sehr schön, dass du jetzt bei Kryptisches Unikum dabei bist, denn auf dich ist immer Verlass. Liebe Weihnachtsgrüße, dein Wichtel. Ja, also ich habe das letzte, weil du gerne liest, hier ist noch, ich nehme an, noch mal ein Buch, packe ich jetzt gleich noch aus. Aber ey, mega geil auf jeden Fall schon mal. Buch ist auch immer gut. Ja, an meinen Wichtel. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal. Super geil. Boah, ich bin gerade ein bisschen geflasht. So. Jetzt mal gucken, was hier noch drin ist. Boah, aber da hat sich jemand richtig, richtig krass Gedanken gemacht. Wahnsinn. Also, keine Angst, das habe ich auch. Aber. Das ist Wahnsinn. Boah, ich finde das gerade richtig toll, dass ich anfangen darf mit Auspacken. So, was hätte ich gemacht, wenn ich bis Freitag hätte warten müssen? Kriegswinter. Buch Kriegswinter von Jan Terlo? Terlo? Was ist das? Wow. Alter Schwede. Okay, geiler Scheiß.
Zeugnis der letzten Kriegsmonate. Darum geht's, um Winter 44, 45. Das hatte ich nicht dazu geschrieben, aber Volltreffer mit der Thematik. Ich habe ja Geschichtsabi gemacht auch. Auch über den Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg, so Nachkriegszeit. Ey, Volltreffer, ich stehe voll auf diese, also, soweit man auf Kriegsthemen stehen kann, aber Thema Zweiter Weltkrieg finde ich mega interessant. Das ist das Buch. So. Ich werde es sofort lesen. Vielen Dank, wer auch immer mich gezogen hat. Oder mir zugeteilt wurde, weiß nicht genau. Ich werde die Mütze vermutlich erstmal nicht mehr ausziehen. Ich weiß gar nicht. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall voller Erfolg. Mega geil. Ich freue mich über alles 3, 4 mit dem Bild. Dankeschön. So, ich hoffe, vielleicht wichtelt ihr auch mit Freunden. Vielleicht kommen da ähnlich geile Sachen bei raus. Wobei ich nicht glaube, dass das hier alles zu toppen ist. Habt eine wunderschöne Vorweihnachtswoche. Schöne Weihnachten auf jeden Fall, weil mich werdet ihr davor jetzt nicht mehr hören. Genießt die Feiertage und dann bis nächste Woche.